There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute testen wir mal Batterien vom Discounter. Wir haben hier einmal die Pretty Heaven von Lidl, dann die Barbarian von Penny, die Toxic Kiss von Center Shop, die Tristan von Aldi Süd und die Schwester Pyro von Norma. Anfangen tun wir mit der Tristan von Aldi Süd. Ja, ich muss echt sagen, die kleine Batterie kann was. 4,99 echte Kaufempfehlung von mir. Jetzt geht's direkt weiter mit der Pretty Heaven von Lidl, 13 Schuss. Auch hier wieder ein kleines Zwischenfazit. Auch wieder eine sehr, sehr schöne Batterie, diesmal im Kaliber 30 mm. Da kommt schon ordentlich was raus. Ihr habt sie gesehen. Die nächste in meinem Test ist die Leslie Toxic Kiss von dem Discounter Center Shop. Kostet 9,99 €. Also Leute, das hat mich jetzt aber wirklich richtig umgehauen. Für 9,99 € kriegt ihr eine wirklich tolle Batterie. Vor allem der zweite Effekt, der Blinker-Effekt, richtig starke Zerleger. Würde ich sagen, Kaufempfehlung. Kommen wir nun zum nächsten Kandidaten in meinem Test. Wir haben noch die Barbarian von Penny und die Schwester Pyro von Norma. Schwester Pyro zünden wir jetzt. Zwischenfazit zu dieser Batterie, also für 8,99 € glaube ich habe ich bezahlt bei Norma, kriegt man ordentlich was geboten, ein schöner Crackling-Aufstieg und dann ein schönes buntes Peony mit lautem Knall. Auch hier wieder Kaufempfehlung. So, kommen wir nun zum letzten Kandidaten in dieser kleinen Discounter-Testreihe und zwar ist das die Barbarian Batterie 10 Schuss, 40 Effekte, 245 Gramm Effektladung. Kostet oder hat gekostet beim Penny, ich glaube 11 € noch was, 11,99 € glaube ich. Scheiße.
So, jetzt haben wir hier alle Batterien hier stehen. Die Schwesterpyro von Norma, Toxicus von Leslie, Lidl Pretty Heaven, also die Weco Pretty Heaven von Lidl und die Tristan von Aldi Süd. Alle fünf Batterien haben echt überzeugt. Ich würde aber sagen, kleine Batterie, okay, fünfter Platz, die Tristan. Der vierte Platz geht an die Schwesterpyro. Platz 3 an die Lidl Pretty Heaven. Der zweite Platz an die Barbarian. Und für mich Platz 1 ist die Toxic Kiss von Leslie. Also die hat mir persönlich wirklich am besten gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche der 5 Batterien euer Favorit ist. Würde mich sehr interessieren.